Jahre wieder ist leider auch das ein oder andere Geschenk mit unterm Weihnachtsbaum, das dann doch nicht so gefällt. Ja, und dann? Gibt es rechtlich die Möglichkeit, unliebsame Geschenke im Geschäft wieder zurückzugeben? Also ein Geschenk ohne weiteres zurückzugeben, ist rechtlich gesehen etwas schwierig. Es ist nicht ganz so einfach, wie sich der juristische Laie das oft vorstellt. Er geht ins Geschäft und tauscht einfach mal um, weil mir jetzt das Geschenk eben nicht gefällt. Rechtlich gesehen kann ich es eigentlich nur umtauschen, wenn dieses Geschenk in irgendeiner Form mit einem Mangel behaftet ist, wenn es nicht funktioniert, wenn es tatsächlich kaputt ist, wenn es defekt ist. Ansonsten wird es heutzutage relativ häufig so geregelt, dass der Händler vor dem Kauf, vor Weihnachten, vor besonderen Feiertagen eine Vereinbarung letzten Endes trifft und zusichert, dass man es bis zu einem gewissen Tag doch noch umtauschen kann, oftmals dann auch sogar verlängert. Manche Händler bieten es an, dass man sowieso 4 Wochen zurückgeben kann. Das sind aber alles einfach Vereinbarungen, die die einzelnen Händler treffen. Es steht so nicht im Gesetz. Gesetzlich ist eigentlich nur vorgeschrieben, ein Umtausch, eine Rückgabe, je nachdem im Rahmen der entsprechenden Gewährleistungsrechte und da eben unter verschiedenen Voraussetzungen. In der Regel, wenn das jeweilige Geschenk, der Artikel, ja, fehlerhaft ist, einen Mangel aufweist. Ist der Verkäufer zur Rücknahme verpflichtet, wenn die Rückgabemöglichkeit beim Verkaufsgespräch vereinbart wurde? Wenn das bei einem Verkaufsgespräch vereinbart wird, dass man den Artikel wieder zurückgeben kann, dann bildet diese Vereinbarung eine vertragliche Regelung, eine vertragliche Grundlage, auf der dann der Verkäufer natürlich auch verpflichtet ist, den Artikel dann entsprechend zurückzunehmen, wenn er es eben vorher zugesichert hat. Eben nicht gesetzlich, aber durch so eine eigenständige Vereinbarung, eine eigene Regelung, die der Verkäufer sich dann selbstständig aufdiktiert hat, dann muss er den Artikel auch umtauschen oder zurücknehmen. Wie verhält es sich mit der Rückgabemöglichkeit, wenn ich das Geschenk im Internet gekauft habe? Wenn ich das Geschenk im Internet gekauft habe, ist die rechtliche Situation ein wenig anders. Ich habe da ja nicht die Möglichkeit, wie in einem Geschäft, dass ich den Artikel mir anschauen kann, dass ich ihn probieren kann, dass ich ihn ja mal anfassen kann und solche Dinge. Deshalb hat mir der Gesetzgeber in diesem Fall ein 14-tägiges Widerrufsrecht eingeräumt. Da bin ich auch nicht an irgendwelche Voraussetzungen gebunden, dass der Artikel mangelhaft sein muss, dass sonst irgendwelche anderen Voraussetzungen vorliegen. Wenn ich innerhalb von 14 Tagen mein Widerrufsrecht einlöse und von dem Gebrauch mache, dann kann ich den Artikel in dieser Zeit auch zurücksenden und kann damit den Artikel zurückgeben. Es stellt sich oft die Frage, was passiert in so einem Fall mit Versandkosten? Das ist so immer die Frage, die auch Mandanten dann haben. Es ist dann so, der Händler muss darauf hinweisen, dass ich im Falle der Rücksendung die Versandkosten tragen muss, dann bin ich verpflichtet, die zu tragen. Wenn es diesen Hinweis nirgendwo gibt, dann geht es in der Regel zulasten des Händlers. Es gibt ein paar Ausnahmen von diesem Umtauschrecht, weil zum Beispiel so CDs, die ja verpackt sind, die versiegelt sind, die sind oftmals dann wirklich vom Umtausch ausgeschlossen. Oder zum Beispiel mein Handy, wenn ich das geschenkt bekomme und es das Falsche ist, sehe ich das anhand der Verpackung. Ausnahmen natürlich private Verkäufe. Ne? Wir haben ja so diese eBay-Plattform oder eBay-Kleinanzeigen-Plattform. Wenn ich dort nicht als gewerblicher Käufer agiere, sondern privat handle, gilt dieses Widerrufsrecht nicht. Wir reden halt von den Käufen bei einem entsprechenden Händler. Übrigens, wer den späteren Umtausch vermeiden will, kann seinen Lieben mit einem Gutschein eine Freude machen. Daher schnell noch die Frage, wie lange ist eigentlich ein Gutschein gültig? Also ein Gutschein ist eigentlich so lange gültig, wie es auf dem Gutschein vermerkt ist. In der Regel sind das 3 Jahre, auch wenn nichts drauf vermerkt ist, gibt es ja auch. Dann gilt die reguläre Verjährung wie nach dem BGB für 3 Jahre. Es gibt aber auch die Möglichkeit, einen Gutschein zu befristen, das heißt also unter diesen 3 Jahren eine Vereinbarung zu treffen, dass er nur so lange Gültigkeit hat. Da sagt die Rechtsprechung aber, da müssen wir auf den Einzelfall abstellen, ob das auch zulässig ist.
Es gibt ein paar Befristungen, wo man sagt, na gut, was weiß ich, ist ein Konzertgutschein, das Konzert ist nur im nächsten halben Jahr als Daten vermerkt, dann kann ich natürlich auch nur innerhalb dieses Zeitraumes einen Gutschein erteilen oder wenn es auf irgendwelche Verbrauchsgüter angelegt ist, die verderben können und so weiter, dann also muss ich auch die Möglichkeit haben, diesen Gutschein entsprechend zu befristen. Müssen wir halt immer auf dem Einzelfall ein bisschen abstellen, ob diese Befristung dann tatsächlich wirksam ist. Wichtig in dem Zusammenhang ist vielleicht zu sagen, dass man, wenn man einen Gutschein, der also nicht 3 Jahre Gültigkeit hat, sondern kürzer befristet ist, und ich kann es in der Zeit nicht realisieren, in dem Jahr oder dem halben Jahr, dann habe ich die Möglichkeit, diesen Gutschein doch ausnahmsweise umzutauschen und das Geld wieder zurückzubekommen, weil der Händler, der es ausgereicht hat, dann schlussendlich ja Geld bekommen hat für eine Leistung, die er nicht erbracht hat sozusagen, gegebenenfalls halt ungerechtfertigt bereichert ist. Und da sagt die Rechtsprechung, also unter den 3 Jahren hat man dann die Möglichkeit, wenn es so eine Befristung ist, dann doch ausnahmsweise das Geld wieder zurückzubekommen, was man ja sonst nicht hat. Also bei 3 Jahren, wenn ich in 3 Jahren den Gutschein verfallen lasse, dann geht es halt zu meinen Lasten. Dann ist ja auch die reguläre Verjährungsfrist von 3 Jahren eingetreten, auch für das zugrunde liegende Grundgeschäft dieses Gutscheins, also des Kaufvertrages oder sonstigen. Und damit wäre dann wirklich kein Umtausch und keine Rückgabe des Geldes möglich. Aber unter den 3 Jahren, unter gewissen Voraussetzungen schon.